Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Wir haben echt viel Nebenquests und ich muss zugeben, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Ich würde unbedingt gern die Story weitermachen. Aber jetzt haben wir schon so viel von diesen Nebenquests gemacht, jetzt aufhören wäre halt auch voll arschig. Und vor allem solche Nebenquests. Die Enterprise meine ich. Was wollte ich jetzt sagen? Und gerade solche Quests wie das mit Kielbrück, wo der Rache nehmen will und solche Sachen und keine eigene Armee aufbaut und keine Ahnung was. Das sind dann die Sachen, die wo man halt schon gern wüsste, wie sie zu Ende gehen. Also, ziehen wir es durch. Also bleibt dran. Oder überspringt es einfach, bis wir wieder losgehen. Sid, genau der Mann, auf den ich gewartet habe. Hast du kurz Zeit? Leider. Lass mich raten. Mehr Bombeasche? Nein, nein. Davon haben wir noch genug übrig. Ich arbeite an einer weiteren genialen Erfindung von Mit. Und zwar an einem Schmelzofen. Mit einer rückstrahlenden Verkleidung für zusätzliche Thermalamplifikation und einem System für wechselseitigen Austausch der Regeneratoren, die... Verzeih. Kurz gesagt, der Ofen wird verdammt heiß. Viel, viel heißer als Schledorns Esse. Da würde ich drauf wetten. Nur Mithril-Antriebe werden heißer. Aber bei denen kommt natürlich kein Metall raus, wenn man Erz reinschaufelt. Allerdings kommt nicht viel Material in Frage, um den Ofen zu bauen. Wir brauchen das gute Zeug. Und wie ich höre, hast du Helena gerade erst was davon besorgt. Hilfst du mir bitte auch aus? Wenn er auch dem Versteck zugute kommt, natürlich gern. Oh, das wird er. Versprochen. Also, Helena? Was genau ist dieses gute Zeug, das du brauchst? Die Tüte Crack. Ich habe ein paar Exemplare davon hier. Sphärische Echos nennen wir sie. Gefallenen Material. Noch etwas, das dieser Ofen mit dem Mithril-Antrieb gemein hat. Ganz recht. Er ähnelt dem Wärmeverschubhelm. Gefallenen Material kann unvergleichbaren Temperaturen standhalten. Noch dazu kann das Material die Wärme sogar lenken. Es leitet die Hitze von innen nach außen. Aber die Sphären lenken sie nur in eine Richtung. Das heißt, wenn wir den Schmelzofen mit ihnen verkleiden, reflektieren sie die Hitze wieder ins Innere zurück. Genial, oder? Wir haben so viele gesammelt, wie wir können. An den Rest kommen wir leider nicht heran. Das Problem, sie werden alle von ihren großen, starken Brüdern beschützt. Also soll ich ein paar Ruinen besuchen, die Echos dort vernichten und mir die Sphären holen, die sie bewachen? Im Prinzip wäre es das, ja. Uns fehlen nur noch 3 Stück und ich weiß genau, wo wir sie finden können. Eine ist in der Nähe von Ember, in einer Ruine mit dem Namen Finnbrück. Dann ist noch eine im stillen Rauschen in Dalmekia. Die letzte ist an der Ruine der Wiederkunft in Sanbrek. Gut, na dann. Wünsch mir Glück. Mach ich. Ich werde dir alle Daumen und Zehen drücken. Das sind ja gleich 3 Orte. Jetzt hauen sie natürlich raus mit ihrem Scheiß. Wie war sie? Frag Captain mit und nicht mich. Können wir heute im Unterricht bitte Ediths Geschichte lesen? Kann wir verloren? Das kann nicht sein. Alter, verloren ist nicht auszudrücken, damit. Das ist immer mehr wie verloren. Kann war es halt nur ein Stückchen Asche. Hast du schon Mollys Honigküchlein probiert? Charon hat einen Gefallen bei einem. Sacklein. Dieser Sack. So, schauen wir, was er will. Halt, warte, du bist nicht der eine. Sid, bist du hier, um nach den Nixenkelchen aus Rosaria zu sehen? Eigentlich nicht. Aber wachsen sie denn gut? Mittelmäßig. Aus den Samen sind tatsächlich neue Blumen gewachsen. Leider blühen sie nur spärlich.
Das liegt sicher am unfruchtbaren Boden. Allerdings glaube ich, eine Lösung dafür gefunden zu haben. Von der du mir sicher erzählen willst. Ich muss nur den richtigen Dünger produzieren, und zwar aus Morbols. Ich weiß. Lass mich ausreden. Morbols haben einen schlechten Ruf, zu Recht. Sie sind garstige Kreaturen. Aber sie sind auch wahre Überlebenskünstler, die Äther aus der Umgebung absorbieren und in Nährstoffe umwandeln können. Wenn es mir gelingt, diese Nährstoffe zu extrahieren, könnte ich einen Dünger gewinnen, der den Blumen den nötigen Energieschub gibt, um zu gedeihen. Ich garantiere dir, das wird ein Erfolg. Ich brauche nur eine einzige Morbol-Ranke. Ja, klar. Du brauchst also nur eine einzige Ranke eines gewöhnlichen Morbols. Ganz genau, eine Ranke. Was den Morbol angeht, ich fürchte, da wird ein ganz gewöhnlicher leider nicht reichen. Es geht mir um ein ganz besonderes Exemplar. Es lebt angeblich in den Sümpfen von Rosaria. Es sollte nicht lange dauern, ihn zu finden. Ich habe nämlich gerade erst einen Anschlag dazu am Jagdbrett gesehen. So ein Zufall. Nicht wahr? Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Schließlich haben wir beide viel zu tun. Wo ist denn meine Gießkanne? Ah, fuck. 3 Ruinenwächterfuzzis, ein Morbol. Was kann schon noch schlimmer werden? Ich meine, das hier wird wahrscheinlich Heiltrank verbessern sein. Das mit dem Schmelzofen. Ich weiß, wenn ich ehrlich bin, nicht, was der Schmelzofen verursacht. Eine größere Tasche? Was halt keinen Zusammenhang hat, aber wer weiß. Hä? Achso, das ist für das eine und seines Glückes Schmied 3. Achso, das ist wahrscheinlich für Schmieden, ne? Schauen wir mal, was der Brief erzählt. Bitte nicht zu viele Doris. Die anderen Fluchbrecher und ich machen uns allmählich Sorgen um Doris Wohlergehen. Bei ihrem jüngsten Nachforschung hat sie irgendwas Offensichtliches sehr mitgenommen. Unsere Hilfeangebote ab. Wenn dir etwas so viel Mühe bereitet, würde ich dich bitten, einmal mit ihr zu sprechen und herauszufinden, was sie so sehr belastet. Ja. Wer weiß, ob Doris sich mir anvertrauen wird. Oh, Doris. Aber ich sollte mit ihr Doria sprechen. Ich weiß nicht mehr, wer das ist, Alter. Die Lieblingssklave. Was? Ist die hier? Ah, ist die Doris wieder die Anführerin der Fluchbrecher? Scheiße, was hat denn die ständig für Probleme, Mann? Warte mal. Kannst du mir eigentlich irgendwas Gutes jetzt endlich mal wieder schmieden? Ist was kaputt? Was willst du? Felskeil. Oh. Vergleichen. Ist noch was? Lassen wir es erstmal. Vielleicht können wir später was Besseres machen. Euer Gnaden. Jote! Okay. Sie sind allesamt mit Wunden übersät. Jetzt schon wieder. Mit? Ach so. Kann ich dir helfen, Sid? Ich suche Doris. Ist sie hier? Ich fürchte, nein. Sie hat was bei Martha zu erledigen. Eigentlich hätte ich das übernehmen sollen, aber als sie von der Mission erfahren hat, hat sie darauf bestanden, selbst zu gehen. Allein. Verstehe. Um welche Mission geht es? Sie ist einer neuen Fährte nachgegangen. Seit die Träger, die du im Drachenhorst befreit hast, bei uns sind, sind sie ganz begierig darauf, über ihre Gefangenschaft zu sprechen. Und ihren Entführer. Diesen Sklavenhändler, den Cole verfolgt hat. Ich werde nach ihr sehen. Marthas Rast, sagst du? Wenn sie nicht bereits weg ist, ja. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Ein Alleingang sieht Doris nicht ähnlich. Ich kann Coles Sorgen verstehen. Zack, ich weg da. Die Besichtung von Morbols. Kein Möhrenmarkupo, da kein Wunder, wenn die Möhren doch also aussehen wie das Ungetüm hier am Brett. Paradiesischer Meteor, das Rudel.
Soll dir eben mal die rote Karotte begegnen, die im Drillingsschilf auf dem Boden ragt, dann versuch auf keinen Fall sie rauszuziehen. In Wahrheit ist das nämlich keine Mörder, sondern vielmehr ein exotischer Morbol-Art. Ähnliche Ranke als Köder benutzt, um Beute anzulocken. Drillingsschilf. Murmelmoor, Rosaria. Also. Drillingsschilf, hier. Murmelnde Moor. Okay, da oben. Ah, da kommen wir relativ schnell hin. Kurz noch schnell das da. Wie geht's, Clive? Oh nein. Schledon meinte, du hast ihm wieder geholfen. Danke dafür. Übrigens, ehrlich gesagt, mache ich mir Sorgen um ihn. Und du willst meinen Rat. Ja, genau. Seltsame Geschichte, aber ich habe auf einer Mission so einem Edelmann geholfen, der mir zum Dank einen echt schönen Ring gegeben hat. Und natürlich habe ich den gleich Schledorn gezeigt, um ihn zu beeindrucken. Aber der wurde auf einmal ganz still und so weiß wie ein Bettlaken. Ich weiß echt nicht, was um alles in der Welt ihm da über die Leber gelaufen ist. Schledorn vertraut sich dir ja öfter an. Also könntest du vielleicht... Ich werde jetzt dann, wenn ich die Mission fertig habe, einen Anhang raushauen, dass die bitte aufhören sollen, Schledorn irgendwelche Sachen zu zeigen. Das wird ja immer schlimmer. Gut. Wir sollten der Sache wohl besser auf den Grund gehen. Danke, Clive. Ich werde bei ihm vorbeischauen, sobald ich kann. Geht klar. Ich warte bei der Schmiede. Komm, wann es dir passt. Ich will den Auftrag jetzt nicht verfolgen. Ich meine, ich gehe trotzdem hin, aber... Wie glaubst du, teilt man das Meer? Ich glaube, es ist besser... Frag Moses. Odins und Moses. Mostin? Oh, Moses. Mach keine Ahnung. Seltsam, hat denn niemand mehr Peppi und Nüsse? Ach, Schledorn, Alter. Himmel, Donnerwetter nochmal, Clive. Nicht schon wieder. Ja, meine Hast Rede. Hast du denn wirklich nichts Besseres zu tun? Das werden wir gleich sehen. August sagt, er hätte dir einen Ring gezeigt. Und der Anblick hat dich wohl irgendwie verärgert. Sagst du uns warum? Spuck's schon aus, Schledorn. Friss es nicht unnötig in dich rein. Wenn's nicht der Ring war, sondern etwas, das ich gesagt habe, dann tut's mir leid. Das wäre die einfachste Lösung. War der Ring zufrieden? Er hat ein paar unschöne Erinnerungen geweckt. Mehr nicht. Welche, die ich gern vergessen würde. Erinnerungen? Dieses Gefühl kennen wir sicher alle, Schledorn. Aber manchmal hilft es zu reden. Und manchmal nicht. Ist das so schwer zu verstehen? Sei doch nicht so. Na schön. Wenn ihr mich dann in Ruhe lasst, der Ring, den du da hattest, ist eindeutig von Sultan. Er war mit mir in der Lehre, vor langer Zeit. Du hast ihn noch nie erwähnt. Warum auch? Ich habe ihn ewig nicht gesehen, weil wir uns beim letzten Mal zerstritten haben. Der Ring hat das alles wachgerufen. Ich habe sofort erkannt, dass Sultan ihn gemacht hat. Der Kerl ist viel besser als früher. Verdammt viel besser. Das Ding ist ein Meisterwerk. Dann ist es eben ein schöner Ring, der vielleicht auch ein paar Gil wert ist. Aber was kümmert dich das? Es kümmert mich, weil er offensichtlich gelernt hat, Metalle zu gravieren und ich nicht. Ganz ehrlich. Ich brächte keinen halb so filigranen Ring zustande. Na und? Du bist Waffenschmied, kein Juwelier. Ich bin der Schmiedemeister des Verstecks. Nicht irgendein Möchtegern in einer kleinen Dorfschmiede. Meinen Waffen und Rüstungen vertraut ihr jeden Tag euer Leben an. Ich glaube, dass jeder meiner Hammerschläge uns unserem Traum ein bisschen näher bringt. Deswegen bin ich mit Leib und Seele dabei. Denn die Fluchbrecher verdienen nur das Allerbeste. Und ich lass mich nicht von einem Kerl wie Sultan übertreffen. Na gut. Dann lass uns zu ihm gehen. Mit ihm reden. Ich glaube kaum, dass er mich sehen will. Dann finde dich damit ab, dass du dieses Mal eben nur der Zweitbeste bist.
Vergiss deinen Stolz und kümmere dich nur um deine Pflicht im Versteck. Die Fluchbrecher mit allem Nötigen auszurüsten. Wenn du das kannst, dann belassen wir es gerne dabei. Aber wenn nicht, wenn es dich ablenkt, dann müssen wir etwas tun. Was meinst du, Schledorn? Er hat doch recht, oder? Und du gehst nicht allein. Ist ja gut. Wunderbar. Und wo finden wir jetzt diesen Soltan? In Dravost, meiner Heimat. Er ist dort inzwischen der Dorfvorsteher. Dravost, hm? Schon mal gehört. Nicht weit von Tabor, oder? Nördlich der Felder von Korava. Gut, Clive. Dann treffen wir uns so bald wie möglich am Dorf, ja? Ich sorge dafür, dass Schledern auch wirklich mitkommt. Na dann viel Glück. Wir sehen uns dort. Also ihr macht mich fertig, ey. Der Topf wird in letzter Zeit auch immer dünner. Okay. Warte, in der fucking Krankenstube ist ja auch noch was. Der kann mich jetzt mal, Alter. Der soll seinen Scheiß alleine machen. Erstmal. Wir gehen jetzt erstmal diesen Morbol weghusten. Ah, scheiße. Ah. Ich wollte mich doch eigentlich da wieder auf die Karte und dann... Genau so. Bevor wir mit Martha, oder mit der anderen reden. Auf geht's. Lauf wie der Wind. Spideys, Scorpies. Dicke Viecher. Ah, da ist der Spacko. Hä? Das wird Karotte. Ja, wer das für eine Karotte hält, weiß ich auch nicht. Alter, komm schon! Ey, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Der ist doch schon so niedrig gewesen, dass er umfallen sollte. Das wird eine Weile dauern. Ach, jetzt hat es plötzlich schnell funktioniert. Die KI bescheißt schon wieder.
Ja, jetzt ist das überall das Zeug. Hopp, leg dich hin, mein Freund. Oh Gott, es geht ja bis dahinter. Ach komm, Alter, Stinkwut hat das schon wieder raus. Okay, das blockt das halt echt. Ist das jetzt halt scheiße, ernst jetzt? Nochmal? Leg dich hin, du elender Bastard, ey. Boah, Alter, endlich. Berüchtigte Gefahr gebannt. Alter Schwede. Das war definitiv kein gewöhnlicher. Ich kann diese Ranke gar nicht früh genug loswerden. Das da unten ist dann, glaube ich, einer von der. Links oder rechts? Links oder rechts? Links. Dann holen wir uns erst einmal noch den Ruinending. Ne, warte mal, 3 ist verrückt nach Wissenschaft, der geht doch her. Ah, oh, das ist doch das Dorf, was im Eimer war, ne? Ja. Aber wenigstens haben sie die Sachen abgebaut. Aber eigentlich wissen wir immer noch nie, warum die Mutter eigentlich auf die Träger los ist, oder? Oder habe ich das verpasst? Oder war das die Wut auf den Clive? Oh. Aber das kommt mir nämlich gerade so. Also irgendwie haben wir doch eigentlich nie festgestellt, was da genau war jetzt. Warum sie die schwarzen Schilde gemacht hat oder ins Leben gerufen hat. Ne? Ja. Also schon ziemlich ein Wenderadius, Alter. Für einen verdammten Chocobo. Bomber. Lauter Echoes. Steige ich automatisch ab? Der das?
Oh, warte, das ist ja... Ach, das ist ein... Oh. Ah, der da. Erst muss ich mich um die hier kümmern. Oh, gerade noch. Und weg mit dir jetzt, oder? Ah, wie er halt doch noch überlebt hat. Jetzt muss ich nur noch die Sphäre finden. Das ist sie. Sehr gut. Fehlen nur noch zwei. Okay, die Martha hat halt auch noch mal was. Doris sollte hier irgendwo sein. Wenn ich sie nicht verpasst habe. Macht dir deine Wunde noch zu schaffen? Es war mir ein Vergnügen, Doris. Wie in alten Zeiten. Ich werde euer Angebot überdenken, Milady. Wie laufen die Nachforschungen? Sid... Was führt dich zu Marthas Rast? Du. Ich habe gehört, dass du ganz allein unseren Sklavenhändler verfolgst. Ich hoffe, du bist vorsichtig. Natürlich. Und ich musste das allein machen. Die Träger vom Drachenhorst haben einen lang gehegten Verdacht von mir bestätigt, dass die gesuchte Person eine alte Bekannte ist. Sie ist nicht dumm. Wären wir in Scharen angerückt, hätte sie uns bemerkt und wäre spurlos verschwunden. Das war sie gerade, oder? Also... Ein gelungenes Wiedersehen? Ich denke schon. Sie wollte mich anheuern. Ihre Zeit in Rosaria neigt sich wohl dem Ende zu. Sie hat Träger aus der ganzen Region entführt und will sie jetzt nach Sambrek schmuggeln. Nach ihrem Zusammenstoß mit den Wildstimmen auf dem Weg nach Nordstedt hat sie sich Begleitschutz besorgt, dem ich mich anschließen soll. Sie ist gefährlich, Sid, aber ich kann sie aufhalten. Dann gehe ich mit dir. Ich kümmere mich um den Begleitschutz. Du bringst die Träger in Sicherheit. Wo sind sie? Unterm Bohmviadukt, aber nicht mehr lange. Geh du schon vor. Ich gebe dem Versteck Bescheid und komme dann. Hier? Naja. Jetzt gehen wir trotzdem erstmal in Marthas Rast rein. Oder zur Martha. Vielleicht hat die auch hier in der Umgebung irgendeine Mission. Martha! Clive, genau dich wollte ich sprechen. Ja? Was gibt es? Einige von Sir Wades Hütern sind doch seit den Angriffen der Akasischen hier einquartiert. Tja, nun ist auch der Rest gekommen. Das Lazarusviertel ist wohl einer Ätherflut zum Opfer gefallen. Natürlich habe ich nichts gegen ein paar mutige Jungs, die uns die Bestien vom Leib halten. Wir profitieren davon. Aber wir haben hier nicht genügend Betten.
Die armen Kerle schlafen auf Heuböden und in Schokoboställen. Ich würde ihnen ja eine eigene Unterkunft bauen. Aber wo soll die hin? Es gibt hier oben einfach nicht genug Platz. Und jetzt sitzen wir in der Klemme. Die Leute, auf die wir zählen, um uns zu beschützen, leben wie Bettler. Verstehe. Und es sind nicht nur sie. Die Träger brauchen auch Platz. Immer mehr von ihnen tauchen hier auf, in der Hoffnung, Zuflucht zu finden. Aber wir platzen hier wirklich schon aus allen Nähten. Wir können sie ja schlecht übereinander gestapelt schlafen lassen. Die Neuankömmlinge verdienen ein richtiges Zuhause. Und das ist es, wobei ich auf deine Hilfe gehofft habe. Wenn es keine zu große Last ist. Soll ich ein Haus bauen? Natürlich nicht. Danke, Clive. Und wo soll dieses neue Zuhause entstehen? Nun, ich denke, am besten dafür geeignet wäre wohl Eastpool. Eastpool? An den Ort habe ich wirklich schon lange nicht mehr gedacht. Eine Tragödie, was passiert ist. Hätten wir irgendetwas dagegen tun können, dann hätten wir es versucht. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Die Ermordeten hätten nicht gewollt, dass wir ihr geliebtes Dorf dem Verfall überlassen. Da hast du wohl recht. Die Fäule nähert sich zwar, aber ich glaube, dass noch gut ein paar Jahre Zeit bleiben. Es gibt nur ein Problem. Eine Bande Halunken hat sich dort eingenistet und macht keine Anstalten zu verschwinden. Üble Gesellen, sage ich dir. Sie versetzen die ganze Gegend in Angst. Ich hätte sie längst ausräuchern lassen, wenn meine Leute nicht schon genug mit den Akasischen zu tun gehabt hätten. Aber jetzt können wir auf ein paar weitere Hüter der Flamme zurückgreifen. Es ist an der Zeit zuzuschlagen. Was meinst du? Willst du den Überfall anführen? Gern. Eastpool war die Heimat vieler guter Menschen. Banditen haben dort keinen Platz. Ich verjage sie nur zu gern. Die Männer werden dir mit Freuden folgen. Ich habe bereits mit Sir Wade darüber gesprochen, wie wir den Ort zurückgewinnen können. Ich denke, er hat auch ein paar eigene Ideen. Sprich doch mal mit ihm. Mach ich. Was für Ideen? Rein und platt machen. Fertig mit meiner Idee. Die tun immer so, wie wir eine Idee bräuchten. Also ich meine, am Ende töten wir eh alles. Was ist euer Plan? Hä? Natürlich wäre es schön, wenn wir jeden aufnehmen könnten, aber... Ach nee, das ist was anderes. Ah, das ist ausgeschaut wie der eine. Sir Wade. Hallo, warte. Schön, euch zu sehen. Und euch, Lord Rosfield. Und euch. Ich komme von Martha. Sie sagt, ihr wollt Eastpool befreien und euch dort niederlassen. Das ist richtig. Doch es war eigentlich ihre Idee. Ich fürchte, dass meine Männer ihr ein wenig auf die Füße getreten sind. Und auch sich gegenseitig. Dann sind da noch die Träger. Männer und Frauen, die den Mut hatten zu fliehen und hier Zuflucht fanden. Wir müssen sie irgendwo ansiedeln. Und es gibt schlimmere Orte als Eastpool. Das stimmt. Deshalb helfe ich euch bei der Rückeroberung. Das höre ich gerne. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Mit euch an unserer Seite schlagen wir dieses Gesindel sicher schon bald in die Flucht. Also, wie ist die Lage? Zum Glück sind es nicht allzu viele. Gezählt haben wir weniger als ein Dutzend. Weniger glücklich ist leider, dass es auf der Straße dorthin von Akasischen nur so wimmeln wird. Ein kleiner Trupp würde ausreichen, das Dorf zu räumen. Aber wenn die Akasischen ihnen folgen, könnten diese Männer sich in eine ganz schwierige Situation hineinmanövrieren. Ich kümmere mich um die Banditen in Eastpool. Ihr und die Hüter bleibt außerhalb und wehrt alle Akasischen ab, die zu nahe kommen. Damit ich nicht überrascht werde. Ich kann nicht zulassen, dass ihr so viel riskiert, Milord. Die Akasischen sind gefährlicher. Mit Banditen komme ich klar. Nun, wie ihr meint. Ich versammle gleich meine Männer. Soll ich hier auf euch warten? Nicht nötig, Milord. Geht ruhig vor. Wir folgen in Kürze. Ist gut. Wir sehen uns dann in Eastpool. Erwartet uns dort. Auf dass der Sieg unser sein möge. Moment, der Sieg ist mein, nicht euer, unser. Oh ja, Gott sei Dank haben wir da auch gleich einen Teleporter drin. Gott sei Dank. Das wäre nicht lange weg. Haben die Hausreppe? Ach ne, warte, das Haus war da oben, ne? Das da? Hä?
Nee, das war schon das Haus von der einen, ne? Da ist doch der, ist da nicht der Typ hier durchgebrochen? Stahlseide. Hey, Ladies! Glaubst du, du kannst hier einfach reinmarschieren? Ja! Hey, warte, das ist der von den Rocket Beasts. Oder trag die Konsequenzen. Ach so, ja. Pikachu Donnerblitz. Zwielichtiger Siedler, ich dachte, das ist ein Banshee. Jetzt kommt der Große. Erledigt. Oder auch nicht. Das ist auch ein zwielichtiger Siedler. Das Ding in hier. Was soll's? Es muss auch gehen. Was macht der? Und down. Ding hier gewesen. Doppelgelato. Und wo ist Stracciatella? Will noch irgendjemand? Das ist wohl ein Nein. Bravo. Eine grandiose Darbietung, Milord. Ihr habt zugesehen? Solltet ihr nicht nach Akasischen Ausschau halten? Haben wir. Wir haben unterwegs ein paar erledigt und waren rechtzeitig da, um euren Kampf gegen dieses Ding zu sehen. Hoffen wir, es war das letzte seiner Art. Sollte doch noch eins auftauchen, seid ihr der Herausforderung sicher gewachsen. Das hoffe ich, Milord. Wenn eure Männer die Träger holen, die hier wohnen werden, wäre es vielleicht am besten, sie sofort kommen zu lassen, bevor andere unliebsame Gestalten auftauchen. Natürlich. Ich gebe den Befehl zum sofortigen Aufbruch. Überlass das mir, Milord. Einige Zeit später. Ein Zuhause. Ganz ohne Herren. Nein. Wir sind jetzt die Herren. Unser Leben gehört endlich uns. Das sind alle. Und kein einziger Akasischer in Sicht. Jetzt können wir den Wiederaufbau des Dorfes in Angriff nehmen. Es wird nicht einfach. Schon gar nicht nach 5 Jahren, in denen Bestien und Schurken hier ihr Unwesen getrieben haben. Die Mauern mögen noch stabil sein, aber die Hälfte der Balken ist morsch. Also von denen, die nicht durchs Feuer verloren gingen, wohlgemerkt. Ein hartes Stück Arbeit. Aber wir lassen Eastpool wieder aufleben. Wartet's ab. Sir Wade, Lady Hannah ruht hier. Wenn ihr erlaubt, möchte ich, dass Oscar beim Wiederaufbau hilft. Er sollte dazugehören. Natürlich. Ihr habt völlig recht. Ich sage Martha, dass hier alles in Ordnung ist. Falls ihr etwas braucht, sendet einfach einen Stolas. Das werden wir, Milord. Gute Reise. Ja, wahrscheinlich kommt der erste Stolas. In guten Händen. Ich überbringe Martha die frohe Kunde. Wahrscheinlich kommt der erste Stolas mit einer richtig geilen Quest. Wir bräuchten 5 Spiegeleier. Das sind die besten Quests, die man haben kann.
Jetzt haben wir 3 Wildschweine heute und 5 Spiegeleier. Nicht hier. Bereit? Ja! Aus der Bahn hier, Schmarotzer. Hä? Was ist hier los? Hä? Gut. Ah, ja, stimmt. Sie sind noch nicht aufgebrochen. Woher kennt Doris wohl diese Sklavenhändlerin? Wir haben lange genug gewartet. Sie kommt nicht. Wir brechen auf. Los jetzt. Wieder zurück in die Zivilisation, Milady. Ja, und zwar schnell. Damit ihr nicht anfangt, so zu reden wie diese unbedarften Trottel. Sind deine Männer bereit? Es gab schon zu viele Verzögerungen. Noch mehr, und ich kürze euren Lohn. Ja, Milady. Oh, da wäre noch etwas. Offenbar haben wir Besuch. Tötet ihn. Weil ich meine, er stand da voll offensichtlich. Versucht es ruhig. Er ist unser Freund da hinten. Alter, das sind nur noch mehr. Hä? Alter, dieser scheiß Astrologe hält echt viel aus. Guck mal her da, mein Freund. Alter, warum halten denn die Schweine so viel aus? Nicht ein Tag. Boom. Ich meine, ich bin auf 39, ey. Ja gut, ich bräuchte halt neue Waffen, ne? So viel zum Begleitschutz. Keine Sorge. Ich werde nicht kämpfen. Ich bin nicht mehr die Schwertkämpferin, die ich früher einmal war. Ich gebe auf. Sid, der Geächtete. Tu mit mir, was du willst. Sid! Ah, Doris. Ich nehme an, dass du mich nicht vor diesem Schuft retten wirst. Weißt du, ich habe mich immer gefragt, wohin du verschwunden bist. Aber dass du dich ausgerechnet mit ihm zusammentun würdest. Lieber für eine Sache kämpfen, als für Geld zu töten. Tut mir leid, Sid. Ich hätte es dir sagen sollen. Diese Frau, meine einstige Herrin, hat früher Trägerkinder zu menschlichen Waffen ausgebildet und dann in den Dienst des Höchstbietenden gezwungen. Sie hat mich wie eine Tochter erzogen und ich habe schreckliche Dinge getan, um ihr zu gefallen. Es war nicht alles schlecht, oder? Wir hatten doch auch Spaß. Du warst immer so wissbegierig und geschickt noch dazu. Andere Kinder interessierten sich entweder für die Klinge oder die Bücher. Niemals für beides. Aber du hast beides gemeistert. Deshalb habe ich dich behalten. Wie wär's, mein kleiner Dolch? Schwörst du mir noch einmal die Treue? Ich habe dir nie meine Treue geschworen und werde es auch nie tun. Ich kämpfe jetzt für ein höheres Ziel. Für die Befreiung aller Träger. Leb wohl, Herrin. Danke, dass du mich zu einer Waffe gemacht hast. Du warst schon immer so rechtschaffen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich dich so mochte. Und jetzt lassen wir sie einfach gehen.
Was hast du jetzt mit ihr vor? Ich bin nicht die Mörderin, die ich werden sollte. Nicht mehr. Sie hat keine Freunde mehr in hohen Ämtern. Im Gegensatz zur Madame. Ihre Verbindungen zum Hof werden für Gerechtigkeit sorgen. Gut. Wenn es das ist, was du willst. Ja. Und danke. Für alles. Ich sollte den Trägern sagen, dass sie jetzt endlich sicher sind. Und ich sollte zurück zum Versteck gehen und Cole beruhigen. Nope, erst sagen wir Martha Bescheid. Er geht automatisch zurück, oder? Oh, du bist so ein Sack, ey. Du bist zurück. Gerade ist eine Nachricht von Doris eingetroffen. Wie ich höre, habt ihr noch mehr Träger vor Schmugglern gerettet. Mit etwas Glück kommen sie bald zu uns ins Versteck. Oh, und dein Brief. Du musst dir keine Sorgen mehr um Doris machen. Das hatte ich gehofft. Sie erwähnte ein, zwei Dinge in ihrem Bericht. Der Sklavenhändler, den wir gejagt haben, war also ihre Herrin? Sachen gibt's. Sapperlo. Sie wurde übrigens in Sanbrek verhaftet. Anscheinend völlig widerstandslos. Sie wird nicht glimpflich davonkommen. Im Kaiserreich verachtet man Träger zwar, aber ebenso wenig werden Schwarzhändler geduldet. Es muss sicher schwer für Doris gewesen sein. Das war es. Aber keine Sorge. Sie wird wieder. Hoffentlich. Du musst es wissen. Du hast viel durchgemacht vor deiner Zeit hier, soweit ich weiß. Jedenfalls, danke, Sid. Die Fluchbrecher wären ohne Doris verloren. Und ohne dich, natürlich. Ich danke dir, Cole. Mach weiter so. Die halbe Welt wäre am Arsch ohne mich, Alter. Die Kinder schaffen es nicht mehr, irgendein Dreckskraut irgendwo zu holen. Aber da steht die Chill, mit der müssen wir mal kurz reden.